Wie kann die Epigenetik unser Leben verändern und welche Auswirkungen kann das haben für den Arzt und Unternehmer? Über diese und weitere interessante Themen spreche ich heute mit unserem Podcast-Gast, meinem Interview-Gast, dem promovierten Naturwissenschaftler Dr. Akuma Saningong. Zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für die Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Doc erfahren Sie auf unserer Homepage businessdoc.online und weitere Infos können Sie gerne abfragen unter info@businessdoc.online. Ja, meinen heutigen Gast habe ich vorerst 4 Wochen kennengelernt. Und zwar, wir haben uns auf dem Flowfest in München, also einen Selbstoptimierungskongress, kennengelernt. Dr. Akuma Saningong war da als Moderator tätig. Und ich habe ihn einfach mal angesprochen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben sofort eine Verbindung zueinander und er war super nett und super freundlich und hat sofort, nachdem ich ihn gefragt habe, ob er hier für den Podcast zur Verfügung steht, zugesagt. Also, Akuma, herzlich willkommen hier im Business Doc Podcast. Ganz lieben Dank, lieber Oliver. Es ist mir eine große Freude, bei dir und deinem Publikum Gast zu sein. Es freut mich. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Bevor wir in die Fragen- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich dich aber nochmal für alle persönlich vorstellen. Dr. Akuma Saningong ist in Kamerun, Afrika geboren. Schon im Kindesalter bemerkte er sein Interesse für die Wissenschaft. Das brachte ihn dazu, schließlich Chemie, Physik, Biologie und Mathematik am Gymnasium zu studieren. Und das Bedürfnis, weiter in der Wissenschaft tätig zu sein, hat ihn später nach Deutschland geführt. An der Hochschule Darmstadt und an der Technischen Universität München studierte er Biotechnologie und molekulare Biotechnologie. Seine Promotion hat er schließlich hier bei uns im Ruhrgebiet gemacht, das finde ich super, nämlich an der Universität Duisburg-Essen im Bereich der Proteinbiochemie. Damit befasste er sich mit den Wechselwirkungen zwischen Protein und mit den Funktionsweisen der Zelle. Nach seiner Promotion arbeitete er einiger Zeit in der Industrie, in der angewandten Forschung. Und obwohl ihm das sehr viel Spaß gemacht hat und diese Tätigkeit ihn sehr erfüllte, kam er aber zu der Erkenntnis, dass die Wissenschaft mit der Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung vereinbar ist. Und er hat sich dann entschieden, als Motivationstrainer, Vortragsredner, Coach und Mentor die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nutzen und anzuwenden, um das große Potenzial in uns, also in den Menschen, freizusetzen. Tolle Herausforderung. Neben der beruflichen Tätigkeit als Motivationstrainer ist er darüber hinaus Gründer und Vorsitzender der Non-Profit-Organisation Kamerun for Africa Club. Diese Organisation dient dem Zweck, Kinder und Jugendlichen in Kamerun und Afrika eine schulische und berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Geht aber noch weiter, ist noch nicht vorbei. Darüber hinaus hat ihn das African Heritage Magazine in Hamburg im Jahr 2014 und 2015 als einen der 100 einflussreichsten Afrikaner in Deutschland gewürdigt. Er ist Mitglied der German Speakers Association und der Global Speaker Federation und heute bei uns im Podcast. Akuma, nochmal herzlich willkommen. Ganz lieben Dank. Ich wusste nicht, dass ich so einen sehr langen Lebenslauf habe. Ja, ist ja schön, dass ich es mal wieder vorgelesen habe. Ja, ja genau. Wirklich den eigenen Lebenslauf vorgelesen zu bekommen, ist echt, es macht einen anderen Eindruck. Ja. Danke für deine Zeit und Mühe. Bevor wir jetzt von meiner Seite aus ganz viele Fragen an dich habe, würde mich sehr freuen, wenn du aus deiner Sicht nochmal sagen kannst, wer ist Dr. Akuma Saningong? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Boah, das habe ich schon gesagt. Ja, Akuma Saningong, gebürtiger Kameruner, leben in Deutschland seit 18, 19 Jahren, gekommen damals wegen Studium, promoviert in den Naturwissenschaften, Biochemie, Biotechnologie, und gearbeitet als Dozent und auch als Wissenschaftler, später in der Industrie. Und jetzt bin ich hier selbstständig als Keynote-Speaker und Motivationstrainer unterwegs, indem ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung verbinde, damit wir Menschen unser Potenzial entfalten können und das Beste und das Leben leben können, das wir uns immer gewünscht haben. Mhm.
Aber es ist ja schon eine Herausforderung, die du da angegangen bist. Also zu sagen, ich bin als Wissenschaftler unterwegs, das ist auch eine Leidenschaft, die ich habe. Du hast als Überschrift auf einer deiner Seiten, deiner Internetpräsenz, vom Wissenschaftler zum Unternehmer. Das hat mich deshalb natürlich sofort angesprochen, weil wir den Arzt zum Unternehmer begleiten und auch machen wollen. Das passt sehr eng. Das parallel, ja. Auf jeden Fall. Und deshalb ist so interessant zu sehen, wie bist du drauf gekommen? Also hat dir das jemand mit auf den Weg gegeben, zu sagen, geh doch raus und sprich einfach über das, was du gut kannst. Kann ich ja vielleicht noch mal kurz sagen, wir haben uns ja auf dem Flowfest kennengelernt, da warst du in der Moderation und ich habe irgendwann gedacht, was ist in diesem Raum los? Ja, plötzlich von einer Stille und jeder weiß ja nicht so genau, was erwartet einen. Die Leute sind von dir so mitgerissen, so motiviert worden. Du hast alle sofort abgeholt. Also eine unglaublich tolle Stimmung und plötzlich war ja Stimmung in der Bude, kann ich nicht anders sagen, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also so ist es, ja. Das ist eine sehr wichtige Frage, die ich immer antworte, weil es ist ein unkonventioneller Weg, wie du siehst. Wissenschaftler zu Unternehmer, sehr wenige machen das, aber jetzt mittlerweile viele sind jetzt mehr bewusster und machen, wollen ihren eigenen Ding machen. Bei mir war so, nach meiner Promotion 2010, das heißt, am Tag der Verteidigung, in Deutschland ist hier so, du bist auch promoviert, dein Doktorvater nach der Verteidigung, nachdem die Ergebnisse verkündet worden sind, mit welcher Note du bestanden hast, dann deine Kollegen und Kolleginnen, mit denen du die ganze Zeit, diese 3-4 Jahre Zeit mitgearbeitet haben und auch, es ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, wo man viel zurückstecken müssen, auch gefühlmäßig. Dann, die bauen dir so eine Art Doktorhut mit allen tollen Erinnerungen von dir und mit denen in dieser Zeit. Und dann, die geben deinem Doktorvater diesen Hut, damit es dann dein Doktorvater oder Doktormutter, je nachdem, auf dem Kopf dann setzt. Das ist ein sehr schöner Moment. Der Moment, wo alle gewartet haben. Der Moment war schon in meinem Fall, aber zeitgleich, ich war sehr traurig, innerlich traurig. Das heißt, ich habe dann die Frage gestellt, ach, guck mal, ist es schon das, was? Ich gehe so nach dem Motto, okay, ja. Ich habe den höchsten akademischen Abschluss erreicht. Stimmt, es ist ein Achievement, es ist was, was du getan hast. Aber was ich damit sagen möchte, dieses Streben nach Äußerlichkeiten, es kann auch gut sein, aber wenn du denkst, dass du dein Glück findest, indem du von Äußerlichkeiten beeinflussen wirst, dann, es kann manchmal nicht richtig gut laufen, wie in meinem Fall. Das heißt, ich habe mich leer innerlich gefühlt und ich dachte, es müsste noch mehr geben zum Leben. Ja, das war der Anfang meiner Weg, wo ich wusste auch wirklich nicht, was mit mir los war, aber ich war dann nicht so glücklich mit mir. Dann habe ich dann ein Jahr nach dieser Zeit, ich war dann fertig mit dem Doktorarbeit und so, ich war dann freiberuflicher wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo ich habe ja diesen ein Jahr Zeit Auszeit genommen, um wirklich zu finden, was ich mit meinem Leben machen wollte. Weil eigentlich stand schon fest, ich wollte nicht rein akademisch wieder arbeiten, im Labor da mit weißen Kitteln da rumlaufen. Hat viel Spaß gemacht, aber das wusste ich wusste, ich musste das nicht als Hauptberuf mein Leben lang machen bis zum Pension oder ja genau. Dann in dieser ein Jahr Zeit habe ich dann eine Stelle in die Industrie gefunden. Sie suchten einen Akademiker, der als Schnittstelle fungieren soll zwischen Forschung und Industrie. Und meine Aufgabe wäre, ist oder war, die Forscher, die Universitätsprofessoren und Forscher und die Unternehmer zusammenzubringen, auf einen Tisch zu bringen, damit sie gemeinsam sprechen, im Sinne von Forschung und Entwicklungsprojekte zu machen. Aufgabe war, wie können wir Bioabfälle aus der Küche, Landwirtschaft, Forstwirtschaft unter anderem mittels biotechnischen Kenntnissen, sprich Enzymen, Bakterien einsetzen, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln. Und dafür brauchen wir auch jemanden, der das was versteht, um die Forschungsanträge zu schreiben. War eine sehr tolle Arbeit, sehr, sehr herausfordernd. Ich war auch viel unterwegs in Deutschland und auch in Europa. Aber nach 2 Jahren, dieses innere Gefühl von nicht erfüllt zu sein, kommt wieder zurück und auch mit einer sehr starken Intensität. Ich war wieder mit mir sehr
nicht glücklich. Ja, ich fühle mich immer leer. Und dann, das Leid hat so wehgetan, vielleicht kannst du nachvollziehen oder die anderen Zuhörer, die auch so einen Weg gegangen sind, weil es ist auch ein Mann, wir sprechen von sowas, ist die menschliche Erfahrung. Ja? Mhm. Jeder hat so Phasen in seinem Leben. Und das Leid hat mir so wehgetan und ich habe dann entschieden, ach, guck mal, es reicht jetzt. Ich möchte nicht mehr so leben, weil es war wirklich innerlich, ich war so traurig, man konnte auf meinen Gesichtszug sehen, dass etwas ist, mit diesem Mensch nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich war immer sehr schnell reizbar. Mhm. Ja, wenn innerlich nicht okay ist, es äußert sich auch äußerlich. Ja. So, jetzt auf deine Frage, auf den Punkt zu kommen, das war dann den Klick, ich habe gesagt, ich muss dann gucken, einmal, was ich mit meinem Leben mache. Ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten. Weil ich habe gesagt, ach, guck mal, du bist dein eigenes Problem und zum Glück, du bist auch deine eigene Lösung. Ja. Mhm. Es hat nichts mit der Arbeit zu tun, es hat nichts mit meiner Familie zu tun, es hat nichts mit meiner Freundin zu tun, es hat mit mir zu tun. Und wenn ich glücklich sein möchte, dann suchst du die Lösung. Du hast auch die Lösung. So bin ich dann in diese Schiene der Persönlichkeitsentwicklung, auch Spiritualität, mal reingerutscht, wo ich habe angefangen, mit Büchern zu lesen, mit Leuten zu sprechen, zu Seminaren zu gehen, Events zu gehen, damals vor 4, 5 Jahren. Podcast jetzt, wie du das machst, war noch nicht so der Hype, weil jetzt, ich höre viel Podcast, um mich weiterzuentwickeln. Und im Zuge dessen meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, meine eigene Bildung, dann kommt eine plötzliche Einsicht auf einmal und sagt, ey, ach guck mal, weißt du was? Die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar. Mhm. Durch meine eigene, so, es kam auf einmal, ein Quantensprung. Also die beiden sind vereinbar. Dann gesagt, okay, aber was heißt das dann für dich? Es hieß für mich, A, du hast einen wissenschaftlichen Hintergrund, B, Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen, den du begegnest, weil Persönlichkeitsentwicklung heißt persönlich. Und die Kunst war, wie kann ich diese beiden Bereiche so kombinieren und auch ein Leben draus zu machen? Weil ich wusste, wie gesagt, ich wusste, ich möchte nicht rein akademisch arbeiten in die Industrie. B, ich habe dann herausgefunden, dass ich möchte auch nicht für jemanden arbeiten. Ich wollte eigenständig sein, selbstständig sein, mein eigener Herr sein. Und die Frage war, wie kann ich jetzt die Wissenschaft und persönliche Entwicklung so verbinden, dass ich auch sehr gut davon leben kann? Dann kommt dann wieder diese Eingebung vom Universum, wenn ich das so sagen darf, sei ein Speaker. Ja. Ja, weil als Speaker hast du ein Podium, du hast ein Podest, du hast eine Bühne. Da stehst du vor mehreren Menschen und du kannst die Menschen mit deiner Botschaft erreichen. Und diese Menschen im Nachhinein nehmen die Botschaft auf, dann fungieren als Multiplikatoren. Dann sie gehen dann in die Welt und verbreiten das und so können wir gemeinsam positive Veränderungen in die Welt bringen. Ja. Es hat sich so gut angefühlt, dieser Gedanke, und ich habe dann den Mut gehabt, innerhalb von wenigen Monaten zu meiner damaligen Chefin gegangen, mit dem ich ein sehr gutes Arbeitsverhältnis hatte und gesagt, es ist soweit, ich gehe. Die haben verstanden, weil die haben schon meine Entwicklung gesehen, wie ich immer depressiver war. Ja, ja. Und sie wussten nicht, was ist wirklich mit dem Akuma los oder mit dem Herzbeteiligung los. Aber es war auch für die auch eine Art Erlösung. Sie haben gesagt, ja, wir schätzen sie sehr, sie machen gute Arbeit, aber wenn das ihr Wunsch ist, dann wir haben unseren Segen, so nach dem Motto. Ja, ja, okay. Ja, und dann innerhalb von kurzer Zeit habe ich da die Firma dann verlassen. Dann bin ich jetzt auf eigener Faust seit 3 Jahren erfolgreich und sehr glücklich auch mit mir. Ich bin jetzt in meiner inneren Mitte. Ja, genau. Und ich habe so viele Sachen gerade aufgenommen. Ich finde die Geschichte so interessant, dass ich das erstmal alles hören wollte. Du hast eine Sache gesagt und ich glaube, das macht schon den riesen Unterschied zu vielen Menschen aus. Du hast dann irgendwann von der Unzufriedenheit, die ja in dir gewesen ist, warum auch immer, weil du gesagt hast, das habe ich übrigens an anderer Stelle auch schon mal gehört, ich habe immer gedacht, da kommt noch was, das geht noch weiter, das ist noch nicht alles, also diese Leere, obwohl letztendlich ja viel Erfolg da war, also du kommst aus einem fremden Land, ich glaube, du bist so Anfang 20 hier rübergekommen, hast studiert, hast promoviert, hast Akzeptanz bekommen, hast dich wissenschaftlich gebildet, trotzdem war es für dich immer so, dass du nie wirklich zufrieden gewesen bist. Jetzt sind aber ganz viele Menschen, die sagen, okay, jetzt habe ich aber nur mal studiert und das muss ich nur mal weitermachen. Also die dann diese Entscheidung nicht bewusst dagegen treffen und den nächsten Schritt gehen, wie du jetzt zum Beispiel
dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast. Und dann, das ist ja auch eine Phase, ein Prozess, der da entsteht. Und dieser Prozess entwickelt sich über eine gewisse Zeit. Also du hast nicht gesagt, ich besuche jetzt einen Persönlichkeitskurs, ich höre ein paar Podcasts, lese ein Buch und dann muss es aber fluppen, sondern du hast gesagt, ich gebe der Sache Zeit. Also ich vertraue dem Prozess, in dem ich mich da befinde. Und dann kommst du zu der Erkenntnis irgendwann, dass das, was du gerne machst, die Wissenschaft, mit dem, was du weitergeben willst und wo du dein Herzblut dran gesetzt hast, nämlich dem Thema andere Menschen mit ins Boot zu nehmen, sich auf die Bühne zu stellen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Beschreibung dafür, wie dein Weg auch funktioniert. Und ich glaube, der große Unterschied zu vielen, die den Schritt eben nicht gehen. Würdest du denn jedem raten, diesem, ich nenne es jetzt mal einfach so, dem Herzen zu vertrauen, den Verstand in dem Moment ein bisschen mehr zurückzunehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil, ich sage immer, wir sollen mit unserem Herzen denken. Das klingt wie ein Oxymoron, heißt Paradox, aber es ist auch was da dran. Wenn du mit deinem Herzen denkst, meine ich damit, dass du triffst die Entscheidungen mit deinem Herzen. Mhm. Und wenn du das triffst, du merkst auch, dass es ist richtig, wie du dich fühlst. Es fühlt sich so geil an. Mhm. Und dann, ja, es fühlt sich so geil an, aber trotzdem, wir setzen diese Entscheidung nicht um, weil den Verstand kommen wieder mit Logik und mit Angst und mit vielen schrecklichen Dingen, wie du deine Miete zahlst, wie du deine Familie ernährst, wie du dein Haus abbezahlst, je nachdem, in welcher Lebenssituation du da bist. Mhm. Aber so viele logische Argumente, die so gut klingen, ne? Und dann dich dann bremst. Das heißt, ich sage, treffe die Entscheidungen mit deinem Herzen und nutze deinen Verstand, den Weg zu finden. So war es bei mir. Mhm. Ich habe eine Herzensentscheidung getroffen, es hat sich sehr gut angefühlt und ich habe auch einfach Vertrauen, dass es klappt. Ja. Aber und dann habe ich dann angefangen zu denken, wie ich denn das umsetze und ich immer work in progress bis jetzt. Das heißt, und das Gute dabei ist, wenn du eine Herzensentscheidung triffst, wo dann von allen Logik weg ist, dann auf einmal, das hast du bestimmt im Leben mal erlebt und auch viele andere, weil das so funktioniert, die Welt und das Universum, auf einmal fangen Dinge an, in deinem Leben zu manifestieren. Ja. Ja, Leute kommen auf deinem Weg irgendwie, die wollen dir Hilfe anbieten oder du kommst in Gespräche mit Kooperationspartnern, je nachdem, deine Weg geht einfach auf einmal auf, wenn du dich freilässt. Ja. Und dann so kommen zum Ziel, weil viele Leute, warum sie den Mut nicht haben, diesen Schritt zu machen, weil sie haben Angst, A und B, sie sagen, sie wissen echt nicht wie. Das Wie ist das Problem. Ich habe gesagt, Wie ist scheißegal. Das Wie ist nicht dein Problem. Das wiederhole, das Wie ist nicht dein Problem. Fang einfach zu machen, den ersten Schritt und dann auf einmal habe ich schon den tausenden Schritt schon gemacht. Peu à peu, Schritt für Schritt und den Weg wird dir auf dem Weg, das Wie wird dir auf dem Weg gezeigt. Friedrich Nietzsche hat gesagt, wenn du dein Warum weißt, dein Wie, das Wie ist dir egal, dann du bist bereit, die Schritte zu gehen. Du bist bereit, die Preise zu bezahlen. Und diese Preise sind auch sehr gute Preise. Es ist nicht, was du etwas Verbotenes tust oder etwas, was dir so weh tut. Das auf keinen Fall. Es ist nur Angst, die du in deinem Kopf hast. Weil ich sage immer, Angst ist nur ein Konstrukt in unseren Köpfen. Es existiert nicht. Es kann existieren, wenn du dich manifestieren lässt. Und es ist genauso auch mit Vertrauen und Glaube. Glaube meine ich nicht im Sinne von christlichem Glaube, wo du auf den Knie gehst und sagst, Gott, bitte hilf mir. Ich meine einfach Glaube, dass es klappt. Ist einfach nur eine Idee in deinem Kopf. Ein Glaube oder Vertrauen ist einfach ein Gedanke in deinem Kopf. Deswegen, ich sage immer den Menschen zwei Dinge. Vertrauen bzw. Glaube und Angst. Was nimmst du? Das sind zwei Dinge, die du nie gesehen hast. Oder? Ja, absolut. Du hast auch Angst nie gesehen. Ja, nie. Vertrauen. Die Frage ist, was nimmst du denn von den beiden?
Wahrscheinlich würde, ja, also es gibt für mich ja nur zwei Wege, immer auch sich zu motivieren. Also auf der einen Seite gibt es das Thema Schmerz, ne? Ich tue etwas, weil ich irgendwo raus will, und auf der anderen Seite ist es die Lust oder die Liebe zu jemandem, um etwas zu tun. Man weiß das selber, wenn man verliebt ist, macht man Dinge, die man sonst wahrscheinlich nie tun würde. Oder ich bin so im Schmerz, es tut so weh, meine Situation, in der ich bin, beruflich, finanziell, wie auch immer, dann beginne ich etwas zu ändern. Aber das, was du gerade gesagt hast, mir ist die ganze Zeit im Kopf, dass der Arzt, wenn ich jetzt mal auf die Berufsgruppe Arzt und Mediziner gehe, der genau vor dieser Entscheidung steht, was tue ich denn? Gehe ich in diese Selbstständigkeit, lasse ich mich nieder, gründe ich eine eigene Praxis und mache diese Praxis zu meiner Praxis, ist immer das größte Problem die Angst, vor dem bin ich nenne es jetzt mal so, gut genug, bin ich schon fertig für die Selbstständigkeit. Aber das, was ich immer wieder erlebe, und das hast du gerade genauso gesagt, start before you are ready. Also fang schon an, bevor du überhaupt fertig bist mit dem. Plane nicht alles bis ins kleinste Detail. Hab den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und aus dem ersten Schritt entwickeln sich dann 2, 3, 4, 5 und plötzlich bist du viel weiter. Automatisch. Und auch mühelos auch. Automatisch auch mühelos. Wohlgemacht. Ja, weil es vielleicht eine Herzensangelegenheit ist. Ne? So ist es. Und diese Bereitschaft dazu, das zu tun. Ich habe mir aus deinem Buch, was ich mir sofort in München auch gekauft habe, sprechen wir gleich noch drüber. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, das heute zu lesen. Gibt es einen sehr schönen Part, ja, der da heißt die sieben Schritte zum Unternehmer. Da habe ich mir einen Satz rausgesucht: Handle trotz Angst. Genau. Also, tu es. Genau, was du gesagt hast. Ja, genau. Tu es, obwohl du Angst hast davor, ja. Genau. Wie bist du darauf gekommen? Wie ich dazu gekommen bin, mein Lieber, der Punkt ist, handle trotz Angst heißt auch in anderen Worten, spüre die Angst und mache es trotzdem. Weil, wie ich dazu gekommen bin, ja, okay, ich weiß die Antwort jetzt. Wie ich dazu gekommen bin, weil wenn in meinem Fall das Leid war zu groß und das Leid so zu bleiben, wie ich war größer als das Leid, die Veränderung. Das heißt, ich habe gesagt, ich gehe lieber in das Unbekannte, ich gehe lieber in die Unsicherheit, aber es hat mich besser befreit, es hat Energie freigesetzt. Also ich wollte nicht mehr leben, wie ich gelebt hatte. Deswegen war ich dann so weit dann. Und dann die Frage, wenn ich auch sowas antworte, dann manche Leute haben nicht genug gelitten. Deswegen sind sie auch nicht so weit. Kann auch sein, ja, stimmt, weil wenn du wirklich genug gelitten hast, egal in welcher Lebenssituation, dann bist du bereit, später zu gehen. Und die Leute, die in diesen Schwerpositionen sind, die wollen was machen, die trauen sich nicht so, weil sie haben, es tut noch nicht richtig weh. Ja, genau. Ja? Es gibt auch irgendwie ein Kapitel in meinem Buch da, ich weiß nicht, wo es eine kurze Geschichte, wo ich da geschrieben habe, dass ein Hund sitzt vor seinem Hundbesitzer und der Hund weint. So, macht so diese komischen Geräusche. Ja. Und dann ein Passant kommt vorbei und sagt, hey, Mann, dein Hund ist da, sitzt und weint. Was ist los? Der Passant, dem Hundbesitzer, antwortete, der Hund sitzt auf einem Nagel. Und dann der Passant fragte, warum steht den Hund auch nicht auf? Der Besitzer antwortete, es tut nicht weh genug. Ja. Weil wenn es weh genug getan hätte, hätte der Hund aufgestanden. Mhm. Und es ist auch so, auch manchmal bei uns. Und es ist auch sehr gefährlich. Weil wenn es noch nicht richtig weh tut, aber es blutet schon. Ja. Ja? Es tut schon, Schaden sind schon verursacht. Verursacht. Und dann irgendwann mal ist es schon zu spät. Dann du merkst, es ist eine Katastrophe. Vielleicht es endet mit einem Herzinfarkt. Es endet in einer Scheidung. Es endet in einem Scheidung, Herzinfarkt oder auch Tod auch. Ja. Es gibt auch solche Fälle. Natürlich. Ja, in einem Burnout, weil was ist auch Burnout und den ganzen Tamtam? Es ist alles, sich mit sich zusammen, sich immer hinein verwickelt sind, wenn wir nicht bereit sind, einfach die Angst anzunehmen und dann heranzugehen. Und ich meine Erfahrung nach, als ich das gemacht habe, habe ich dann gemerkt, es gab auch nichts da, wo ich mich immer Angst hatte. Es gab nicht da, es war einfach nur eine Story, die ich mir erzählt habe.
Ja, und meist ist es ja so, wenn man durch die Angst durch ist, dann ist die Erkenntnis, dass es hinterher viel schöner wird. Also das, was unmittelbar nach der Angst kommt, ja, also ob das nur die Ausschüttung ist von Adrenalin oder die Glückshormone, die frei werden in dem Moment, wenn man etwas getan hat, wovon man die größte Angst hat oder was man gemacht hat, dann ist die Zuversicht und die Erkenntnis und das Wachstum daraus später unendlich groß. Ne? Das ist Ja. ja, Und ja. ja, okay. Nee, sag mal. Ich will noch zum Thema Angst noch, damit wir das Thema noch Angst noch kurz noch ansprechen, weil ich weiß, Angst ist die größte Bremse, mein Lieber. Angst ist die größte Bremse. Ich sage, Angst kann ein Warnsignal sein, aber kein Stoppsignal. Ist die größte Bremse. Ich gebe zu, ich, Akuma Salingong, lieber Oliver, ich hatte so eine Angst gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann ich mir gut daran erinnern, vor 4 Jahren oder drei, vier Jahren. Als ich irgendwie erstmal das Gespräch mit meiner Chefin geführt habe, dann sie haben mich gebeten, noch einige Monate zu bleiben, 4 oder 5 Monate, damit ich einige Projekte zu Ende mache. Aber als ich wirklich wusste, okay, mein Vertrag ist zu Ende, diese Angst von Unsicherheit, von keinem regelmäßigen Einkommen, mein Gott, es hat mich wirklich beängstigt, aber ich habe gesagt, ach, guck mal, weißt du was, du tu das Richtige. Und bin ich auch einfach, ich habe einfach gemacht. Und wirklich, es ist einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich bin befreit. Ich mache, was ich will. Ich bin ein Unternehmer und das ist wundervoll. Du als Unternehmer, du bist dabei, dein Potenzial zu entfalten, ob bei als Arzt oder egal in welchem Bereich. Aber du bist ein kreatives Wesen. Wir sind alle kreative Wesen. In uns steckt so unendlich Potenzial, die wir noch nicht kennen. Aber nur wenn du die Angst akzeptiert hast, diesen unsicheren Weg zu gehen, dann merkst du, wie fähig du bist. Merkst du, was für tolle Ideen in deinem Kopf kommen, die du umsetzen kannst, damit du vorankommst? Ja, erlebe ich immer wieder, gerade in der Phase der Niederlassung, der Vorbereitung, dass die Menschen über sich hinauswachsen. Dinge, die sie vorher gar nicht konnten, die sie plötzlich tun müssen oder tun wollen, weil sie wissen, sie sind in der eigenen Verantwortung und bekommen diese auch und wollen die dann auch annehmen. Genau. Guck mal, bevor wir gleich nochmal auf dieses wirklich spannende Thema Epigenetik kommen und welchen Zusammenhang da auf unsere Zellen, auf unsere Gene und auf unsere Gesundheit auch damit besteht, welchen Einfluss hat denn das Umfeld, in dem man sich bewegt, auf diese Entscheidungen, die man trifft, aus deiner Sicht? Also was beeinflusst uns, unser Umfeld, in dem, was wir tun? In dem das Umfeld will uns ja meist nur Gutes. Die sagen ja, nein, nicht in die Selbstständigkeit, geh nicht diesen Schritt, denk doch dran, du hast ein sicheres Einkommen, du hast studiert, du bist Wissenschaftler, du bist Arzt, du hast einen tollen Job. Mach das nicht. Welchen Einfluss hat das Umfeld bei dir zum Beispiel gehabt? Genau, du hast genau die Punkte angesprochen, genau das habe ich gehört. Und sie sagen manchmal, die hatten dich auch für bekloppt, dass etwas stimmt da nicht. Okay, welches Umfeld hat das? Es hat ein sehr starkes Umfeld. Deswegen, wir müssen sehr aufpassen, die Menschen, die um uns herum sind. Diese Menschen beeinflussen dein Leben in allen möglichen Ebenen. Weil diese Menschen beeinflussen dein Denken und beeinflussen dann, welche Entscheidungen du triffst. Deswegen, die Menschen, die um uns sind, ich habe immer gesagt, wer gehört zu deinem persönlichen Vorstand? Ja, Board of Directors. Ja. Welche Menschen sitzen da? Vielleicht, es kann ein Vorstand sein von 3, 4, 5 Menschen. Genauer gesagt, wir haben auch, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist, wir haben auch nicht wirklich wahre Freunde, sind höchstens 4 oder 5. Menschen, mit denen du wirklich so eine Verbindung hast. Also, welche 4, 5 Menschen sind das? Und dann, du fängst schon an, die Beziehung wirklich mit den Menschen zu prüfen. Sind diese Menschen, die das Beste in dir sehen? Sind diese Menschen, die glauben an dich, obwohl du noch nicht an dich noch nicht genug geglaubt hast? Ja? Also, diese Menschen beeinflussen deine Entscheidungen. Deswegen, dein Umfeld ist so wichtig. Ist eine sehr gute Frage, dass du das stellst. In meinem Fall, mein Umfeld, erstmal meine Arbeitskollegen, meine Familie und Co., die haben vor allem die Familie, die haben gesagt, vor allem mein Papa und Schwester, ich habe 2 Geschwister, die sind auch Ärzte auch. Einer ist Psychologe, einer ist Gynäkologin. Die arbeiten auch im Krankenhaus, auch okay. Aber sie trauen sich auch nicht, diesen Schritt zu machen, wie ich. Ja, die haben alle möglichen Dinge gesagt. Ich helfe ihnen dabei. Also wenn die sich niederlassen wollen, die sollen zu mir kommen. Ich helfe. Ja, genau. Einer ist in Kanada, mein Bruder ist in Kanada und meine Schwester ist auch in Ibbenbüren. Ah, Bei uns. schön, ja. Ja, ich kann, ich Ja, genau. darf was. Okay, das heißt, meine
meine Familie, die haben das nett gemeint, wie du sagst. Ist alles mit Liebe. Aber diese Liebe solltest du dich nicht einmal täuschen. Hör auf dein Herz und mach das Richtige. Weil ich wusste, dass ich das Richtige mache und ich bin der Herr meines Lebens. Mhm. Ich bin der Pilot meines Lebens. Wir alle sind jetzt hier in unserem Leben. Ich bin für mich verantwortlich. Ich bin für meine Glücklichkeit verantwortlich. Ich tanze nicht nach dem Motto der Gesellschaft. Das ist der Fehler, den viele Menschen machen. Die wollen andere Leute befriedigen und sich dabei auch einmal schlecht dabei gehen. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Weil am Ende des Tages, wenn es dir gut geht, wenn du mit dir glücklich bist, dann schaut auch wieder aus und dann automatisch, du machst auch die Menschen in deinem Umfeld auch besser und glücklich, indirekt. Ja. Und am Ende, wenn sie auch sehen, dass du Erfolge da hast und auch vorankommst, das Gute dabei ist, sie kommen dann durch die Hintertür, das war so mein Fall, meine Freunde unter anderem, sie kommen dann durch die Hintertür und fragen, ey, ach, guck mal, was du da machst, ist sehr schön, bitte, was machst du also genau da, weißt du? Obwohl, die waren erstmal die Menschen, die mit allen Mitteln gekämpft haben, dass du das nicht machst. Und ja, das manchmal auch, mein Lieber, diese sogenannten Menschen, die Familie, Freunde, Ehefrau, Ehemann, alle diese tollen Menschen, aber auch Kinder auch. Manchmal diese Menschen, die haben, sind selber feige. Ja, weil ja, du bist eine Projektion von denen, die sehen, dass du hast den Mut zu machen, was sie immer sich gewünscht haben, aber sie haben auch nicht den Mut gehabt, das zu machen. Jetzt du bist jetzt eine Art Selbstreflexion ja, auf diese Menschen und es tut unheimlich viel weh. Und auch wohlgemerkt, eine gewisse Portion Eifersucht ist auch ja, da. Ja. Weil die wissen, was auch das raus wird, wenn du erfolgreich bist. Ja. Und dann ist auch ein bisschen Eifersucht ist da und dann die kommen unter dem Schirm von Liebe und den ganzen Tantam. Ich lasse mich nicht da runterbringen, wie so. Ja. Aber das ist sehr schön. Ja, man merkt ja natürlich genau an, dass das genau, also ich habe das auch ähnlich erlebt, immer wieder in jeden Situationen, welche Entscheidung trifft man. Es ist auf der einen Seite sicherlich jemand, das Umfeld, was uns schützen will, das uns nicht in etwas laufen lassen will, aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau, wie du es gerade beschreibst, die Sorge, dass jetzt nicht nur das unmittelbare Umfeld, sondern vielleicht auch das größere Freundeskreis, dass man auf der rechten Seite langsam an denen vorbeizieht und viel, viel größer wird und mehr wird. Das sieht man immer dann, wie du es gerade gesagt hast, wenn der Erfolg da ist, dass diese Leute wiederkommen und dann sagen, ich habe es ja immer gewusst, du bist ein toller Kerl, das hat gut funktioniert. Genau. Also das Umfeld spielt eine große Rolle, sehe ich absolut auch so. Man muss sehen, dass man dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt und seinem Herzen folgt. Und ich sage mal, natürlich müssen wir auch ein paar wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Natürlich müssen wir, wenn wir es nicht selbst gelernt haben, das sehen wir auch immer wieder im Umfeld, uns Unterstützung holen aus der einen oder anderen Richtung. Auf jeden Fall. Ja, dann nehme ich Experten mit ins Boot. Aber letztendlich die Entscheidung, und ich finde, man merkt dir zu 100% an, wie du für dieses Thema brennst und was du daraus gemacht hast, macht ja auch deinen Erfolg aus. Übrigens, nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer, wir werden natürlich alles das, was mit Akuma zu tun hat, verlinken, also auch die Bücher, deine Internetseite, deine Homepage, deine Vorträge, du bist ja auch als Vortragsredner unterwegs, man kann dich auch live hören, ist übrigens ein Riesenerlebnis, kann ich nur nochmal sagen, also auf jeden Fall hören, so wie er jetzt hier ist im Interview, ist er auch genauso auf der Bühne und mitreißend und ich finde es einfach super, was du daraus gemacht hast. Ich würde jetzt gerne mal auf dieses Thema der Epigenetik kommen. Eine unglaublich interessante Wissenschaft, die ja noch im Grunde sehr jung dasteht. Kannst du vielleicht so in ein, zwei Sätzen vielleicht ein bisschen ausführlicher auch nochmal sagen, womit beschäftigt sich Epigenetik und welchen Einfluss hat die Epigenetik auf unser Leben? Oder kann diese haben? Ja, die Epigenetik hat Einfluss auf unser Leben. Ich würde das nicht einmal sagen, einmal vorhin, weil du hast gefragt, Umfeld. Mhm. Ja, welches Umfeld hat was hat das Umfeld auf unserem Leben, ist auch Epigenetik, ist nichts anderes als Umfeld. Deswegen passt dann sehr genau. Ich gebe eine ganz kurze Einführung zu Epigenetik. Epigenetik, das Wort Epi kommt vom Griechischen. Es heißt drüber, drauf. Das heißt, wir können so verstehen Epigenetik als Kontrolle über die Genetik. Okay. Ja, über die Genetik. Epi über. Zum Beispiel, wir sagen Epiphänomen. Das ist einfach, oder Epidemie, du bist Arzt. Wenn wir sagen von Epidemies, ja, das heißt, ja, diesen über den Haut. Epi, das Wort Epi. So, Epi heißt über die Genetik. Was heißt das im Konkreten? Das heißt,
Die Genetik und dem Erbgut und dem DNS macht gar nichts. Es ist statisch. Ja. Und vom und dem DNS, wir haben Gene, die dann gelesen werden in der Fachsprache, exprimiert zu Eiweißen. Weil es sind Eiweißen, die Arbeit machen in unserem Körper. Du, ich, wir alle, wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Ohne die Eiweißen sind wir nicht lebensfähig. Mhm. Unsere Gefühle, da sind Hormone im Spiel, Eiweiße. Enzyme für die Verdauung, Eiweiße. Immunsystem, Antikörper, Eiweiße. Unsere Muskeln sprechen, alles ist, ohne Eiweiß sind wir nicht fähig. Aber den Grundbaustein ist das Gen. Was heißt das jetzt mit anderen Worten? Das heißt, was wir, das heißt, die Epigenetik heißt, dein Umfeld, sprich, wie du lebst mit Menschen, dein soziales Umfeld und wie du lebst, zum Beispiel deine Ernährung, mhm, deine körperliche Aktivität, Bewegung und was du auch denkst vor allen Dingen, deine Gedanken beeinflussen auch deine Genexpression. Ich gebe ein sehr gutes Beispiel, was das heißt. Zum Beispiel, angenommen, dass ich sage, wenn jemand dich lobt oder wenn ein tolles Ereignis in deinem Leben passiert, in demselben Moment bist du sofort happy, mhm, bist sofort erfreulich. Was ist dann passiert? Du hast, weil dieser Gedanke, diese Idee ist in deinem Kopf gegangen, es hat automatisch schon die Genexpression, sag mal, für die Glückshormone, Serotonin, Dopamin, Endorphin, wie die alle heißen, die haben dann sind exprimiert worden, diese Hormone dann sind produziert und ausgeschüttet, bist du happy. Ist genauso auch zum Beispiel in Stresssituationen, wenn jemand mich zum Beispiel sofort beleidigt, wo ich auch nicht verstehe, dann bin ich sauer und dann bin ich dann gestresst, dann habe ich dann zum Beispiel dann Hormone, die dann mit Traurigkeit dann in Setting verantwortlich sind, dann exprimiert. Es passiert immer sehr, sehr, sehr schnell in Bruchteil von Sekunden. Und das auch zum Zeigen, wie unser Umfeld unser Leben beeinflussen, genetisch gesehen. Das ist die Epigenetik. Nochmal ein ganz normales Beispiel zu geben, damit unsere Zuhörer verstehen, was wirklich, wie die Epigenetik heißt. Ich sage immer zwei Beispiele. Erstes Beispiel. Angenommen, dass wir ein Kochbuch haben. Dasselbe Kochbuch. Wir wollen ein Essen kochen. Wir lesen, dass wir, du und ich, deine Frau und andere Menschen, die leben, sag mal, vier Menschen, sie leben dasselbe Kochbuch, dasselbe Rezept, aber am Ende kommen vier verschiedene Essen raus. Oder? Und die Frage ist, richtig, so wer, ist... Ja, wer hat gekocht? Wir haben nie ein Kochbuch gesehen, das selber kocht. Oder? Nee. Das heißt, wir haben gekocht, das heißt, was in anderen Worten, ich, Akuma, ich habe das Rezept so gelesen und verstanden in meiner Art und Weise und habe entsprechend was gekocht. Gilt auch für dich und die anderen Menschen. Das heißt, ist auch genauso mit unserem Leben auch. Wir Menschen, schwarz, weiß, pink, Indien, keine Ahnung, es hat keine Rolle. Wir sind 99,9% gleich, genetisch gesehen. Mhm. Ja, aber wie wir unser Leben fühlen, ist auch abhängig von unserem Umfeld, da ist die Epigenetik, wie wir die, ja genau, das ist das magische Wort, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Mhm. Okay. Dann beeinflussen auch deine Biologie. Da sprechen wir von Soziobiologie, in diesem Fall von Socioepigenetik. Es gibt vier Bereiche der Epigenetik, auch sehr wichtig, dass ich das auch sage. Mhm. Der erste Bereich ist die Socioepigenetik, mhm, heißt Geist, sehr mhm wichtig. Dein Denken, positives Denken, macht viel aus. Positives Denken ist nicht nur ein Hype, aber es ist nicht nur, was die Leute so sagen, es hat viel, viel, viel mit deiner Biologie zu tun und mit deiner Gesundheit. Ich kann nur plädieren, denk positiv, es bringt dich viel voran, als wenn du negativ denkst. Ist auch logisch, oder? Mhm. A. Die Psychoepigenetik B. Wir haben die Nutri-Epigenetik. Nutri kommt von Nutrition. Essen. Manjara. Das mhm heißt, achte auf deine Ernährung. Ausgewogene Ernährung. Gut, gesunde Fette, Gemüse. Diese Dinge, die wir sowieso wissen, sollen wir dann umsetzen. Mhm. Das bringt auch was für deine Genexpression. C. Wir haben dann die Physioepigenetik. Physioepigenetik ist dann mit Bewegung. Mhm. Tu irgendwas. Ja. Bring es mhm irgendwie in Aktion. Als Arzt, du weißt auch bestimmt Bescheid, es gibt auch Studien, die das belegen, dass mehr als 25% aller Krankheiten, ja, sind nur durch Bewegung therapierbar. Ja.
Genau. Mehr als Wissen. Nur, also vergiss Ernährung, vergiss den ganzen, aber nur durch Bewegung, weil mit Bewegung du regst den Stoffwechsel an. Und mit dem Stoffwechsel, du viele Dinge werden dann freigesetzt, die dann deine eigene Selbstheilungskraft in Bewegung setzt. Ja. So, das ist die dritte Füße Epigenetik. Füße von Bewegung und so. Du kannst egal, irgendwas machen, damit du in Körper in Aktion kommst. Und dann das vierte ist die transgenerationelle Epigenetik. Das heißt, über generationsübergreifende Epigenetik. Sehr wichtig, weil wie wir unserem Leben leben, geben das, es ist auch, das heißt, die Epigenetik ist auch vererbbar. Okay. Wir geben es auch weiter an unserem Nachwuchs und auch an vielen Generationen. Aber das Gute mit so einer transgenerationellen Epigenetik ist, dass wenn du jetzt dieses Wissen hast, wie jetzt, dann kannst du bewusst anfangen, jetzt aktiv zu steuern. Es ist veränderbar. Weil Epigenetik ist nichts anderes als Dekorationen auf unserem Erbgut. Das sind so Marken, epigenetische Marken sind so Methylgruppen, Acetylgruppen für die Chemiker unter uns, die dann auf unserem Erbgut dann drauf sind und sie haben eine bestimmte Muster, die dann verantwortlich sind, ob ein Gen gelesen werden, spricht man von, gelesen werden oder nicht gelesen werden. Man spricht von on oder off. Und mit diesen Markern und mit diesen Pattern, diesen Muster, kannst du auch beeinflussen, dass es auch nicht weitergegeben wird an deinen Nachwuchs. Zum Beispiel, es gibt ein Paper, eine Studie, die ich letztens gelesen habe, so tolles Paper, wo sie haben gezeigt, ein Kind, ein junger Mann, einmal weil seine Oma während der Schwangerschaft wurde missbraucht, psychologisch auch missbraucht, auch körperlich missbraucht, nach dem Paper. Ich kann auch das Paper einmal dir schicken. Das heißt, unter psychologischem Stress und körperlich, sie wurde missbraucht während der Schwangerschaft. Ja? Und jetzt ihrem Enkel ist jetzt sehr aggressiv geworden. Ist auch ein Gangster, das ist sehr Aggressivität. Ja, ja. Und wo ist jetzt, was hat damit zu tun? Die Autoren haben das zurückgeschlossen auf epigenetische Einflüsse, weil sie haben den Erbgutbereich seiner Oma geschaut. Es gab bestimmte Marken, bestimmte Muster, es war Methylierung. Dieselbe Muster, die auf diesem Bereich des Erbguts seiner Oma war, war dieselbe Muster, die auf deinem Enkel auch war. Es wurde dann, diesen Muster wurde sowohl bei ihrem Doktor und der Doktor hat einen Sohn gebracht, die dann und da und deswegen diese Rückschlüsse mit Aggressivität. Ja, also die ersten drei sind ja eigentlich noch relativ, ich würde jetzt mal sagen, relativ nachvollziehbar, also zu sagen Psyche, Ernährung, Bewegung, also dieser holistische Ansatz, der ja grundsätzlich auch immer mehr und mehr ins Bewusstsein kommt. Was mir wirklich neu ist, ist diese Transgenerationenübertragung von insbesondere wahrscheinlich negativen Merkmalen. Positiv wäre jetzt die Frage. Sowohl das auch. Positive Übertragung geht auch. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel in einem Umfeld aufwachse, was sich gut ernährt hat, was gute psychologische Faktoren eingebracht hat, wo die Eltern oder die Generationen vorher auch besonders sportlich waren, dann ist die Möglichkeit, dass die Generationen danach sich so verhalten werden, auch gegeben. Kann man das so sagen? Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Ich gebe dir ein Beispiel mit dem, was du gesagt hast. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, weil ich mache sehr viel Sport. Weil wir sagen, wenn du die Botschafter nicht glaubst, du kannst die Botschaft nicht glauben. Ja. Also absolut. Ja, genau. Ich bin unterwegs. Ich mache sehr viel Sport mit meinem eigenen Körper. Ich mache eigentlich viel Spaß. Ich habe einen jungen Mann vor 2 Wochen kennengelernt. Er sah so athletisch aus, so gut geworden alles. Und dann, ich habe auch mit ihm gesprochen. Er meinte, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ist er. Ja, 28, er ist nicht mehr so gut, aber doch, ein junger Mann. Okay, ja, ich habe dann angefangen, weil ich interessiere mich sehr gern für die Geschichten einmal der Menschen. Ich habe gesagt, ey Junge, wie kommt das, dass du so gut athletisch ausgebaut bist? Er war ein sehr schöner Mann. Verstehst du? So? Muss man ja auch mal sagen können, ja? Ja, genau. Und dann, ich habe dann mit ihm erzählt, und er meinte, dann kommt jetzt der Springerpunkt, er meinte, sein Opa war immer athletisch. War immer athletisch und auch, weil die Dinge, wie manche Dinge wir machen, wir tun es, ohne nicht zu wissen, dass es einen Hintergrund dahinter gibt. Und dann er meinte, als er geboren wurde, sein Vater ist Personal Trainer und Fitness Trainer. Ja, und er meinte, er hat nichts anderes gewusst, als Sport zu machen,
als Baby schon. Ja. Verstehst du? Mhm. Er hat nicht alles gesucht. Also er meinte, wenn dein Vater auch zum Training geht, hat er immer mit seiner Mutter abgesprochen. Die haben dann auch, also seine Mutter auch, war auch sportlich unterwegs, aber er hat nichts anderes gewusst als Sport. Mhm. Und deswegen ist es auch Sport auch sein Leidenschaft, weil der Junge lebt dafür. Ja. Ja. Und das ist auch für mich eine wundervolle Art von transgenerationaler Epigenetik. Ja. Gilt aber wahrscheinlich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ob du jetzt Eltern oder deine Generation vorher vielleicht sehr wissenschaftlich unterwegs war. Also nicht immer trifft man ja alle Bereiche. Ne? Man trifft ja nicht immer alles gleich, obwohl es wahrscheinlich die beste Form der Übertragung wäre, wenn man alle vier Teile der Epigenetik immer zu gleichen Teilen umsetzen könnte. Aber man trifft es ja dann sehr häufig, dass gerade das Thema also die Physio auch zurückbleibt, auch bei uns. Ich meine, wir kommen alle aus der Höhle, wir haben irgendwann gesagt, ne, wir gehen mit der Keule raus und wir jagen, da kommen wir ja alle her. Das ist immer das, dass ich, und heute fahre ich mit dem Fahrstuhl 4 Etagen runter, ich steige in mein Auto, drücke nur noch auf den Knopf, da geht das Auto auf, ich setze mich ins Auto, da geht der Fensterheber automatisch und Schlüssel umdrehen muss ich mittlerweile auch nicht mehr, was am Auto sowieso angeht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich früher gar kein Auto hatte, sondern zu Fuß gehen musste oder vielleicht Fahrrad gefahren bin. Also mir wird ja alles abgenommen. Die Industrialisierung führt ja dafür, dass wir uns körperlich gesehen immer mehr zurücknehmen müssen. Und hinterher gehen wir dann ins Fitnessstudio und steigen auf so einen Stepper, obwohl wir im Alltag ja viele Dinge auch mit einbinden könnten. Ne? Treppe nehmen, nicht den Fahrstuhl, mal mehr Schritte zu Fuß gehen, 500 Meter als mit dem Fahrrad oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also man trifft es nicht immer gleich. Was mich aber noch interessieren würde, wenn ich jetzt krankheitsbezogen arbeite, und ich denke jetzt wieder so ein bisschen an unsere Ärzte, die auch als Unternehmer unterwegs sind, wenn ich mit dem Thema Epigenetik jetzt mich noch nicht auseinandergesetzt habe, dann kann das doch eigentlich nur ein Teil meiner Beratung und Begleitung meiner Patienten sein oder letztendlich auch einer Prävention bezogen auf meine Patienten sein, dass ich das viel mehr in den Vordergrund bringe und auch sage, sobald du damit anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, beginnt schon dein Präventionsprozess oder dein Heilungsprozess, ja, oder nicht nur für dich, sondern wenn ich jetzt höre, auch noch transgenerationenübergreifend, auch dann für die nächste Generation, du gibst ja ganz viel weiter. Kann man das so sagen? Kann man sagen, dass es sofort beginnt oder braucht das eine Zeit? Nee, auf jeden Fall, mein Lieber. Sofort, deswegen, als ich dich in München kennengelernt habe, ich habe gesagt, ich habe jetzt irgendwie bei Gedankenenergien, ich bin in einem Zustand, wo ich esse in meinem Leben. Das habe ich irgendwie so. Ja, doch, ich glaube, ihr habt einen sehr wundervollen Beruf und ihr habt einen Beruf mit Einfluss. Mhm. Vielleicht viele Ärzte wissen das nicht. Ihr habt einen wundervollen Beruf, das sowieso ist klar, aber mit diesem Beruf, ihr könnt viel, viel beeinflussen und viel, viel positive Veränderungen in die Welt bringen. Auf die Menschen. Weil als Arzt, du kannst schon sehr wundervoll in deiner Prävention und die Heilung deiner Patienten auf den Bereich der Physioepigenetik mit Gedanken, weil fast alle Krankheiten sind psychosomatisch. Fast alle Krankheiten. Ja. Ich fange immer vom Kopf an. Und weil der Kopf, diesen Körper kann nichts machen. Der Körper ist nur ein Instrument des Geistes. Ja, was ich damit sagen möchte, dass die Ärzte können schon anfangen mit Epigenetik in ihren eigenen Arten, weil zum Beispiel, du weißt schon, wie in Deutschland ist oder in der Welt, viele Menschen, die glauben einfach, was ein Arzt sagt. Die sagen, ey, der Arzt hat gesagt, ja. Es ist Gesetz. Mhm. Und dann, ja, der Arzt hat gesagt, oh, du, nee, Arzt hat gesagt, finito. Deswegen, ihr könnt diesen Markt gut positiv nutzen, nicht auch nutzen. Zum Beispiel, wenn ein Patient da ist, Patientin, hat eine Krankheit, du gibst jetzt die konventionelle Medizin ist auch okay, hat eine Daseinberechtigung. Aber allein, dass du als Arzt vielleicht ein bisschen Empathie zeigst, ja, und sagst, ey, liebe Frau Müller, lieber Herr Sanningong oder keine Ahnung, einfach die Hand auf den Schoß eines Patienten, das, weißt du was? Alles ist gut. Mhm. Ja, anstatt Worte machen viel aus. Sag einfach was Schönes. Weißt du was, Frau Müller, Sie schaffen das schon. Mhm. Ja? Ja. Das sind Medikamente, die ich Ihnen gebe. Und weil ich weiß, dass Sie ein toller Mensch sind. Einfach schöne Worte, weil Sie ein toller Mensch sind. Sie haben viel gemacht für die Welt. Sie haben tolle Kinder, weil die Kinder hatten. Sie schaffen das schon. Allein diese Worte, mein Lieber. Ja. Es bringt schon Heilung. Absolut richtig. Ich glaube, genau. Und das ist, wo ihr jetzt so viel Macht haben. Ja. Am Ende eine Win-Win für alle Beteiligten.
Und deshalb ist der Moment in der Praxis schon so wichtig, wie begrüßt man Patienten, wie nimmt man Patienten auf, wie ist die Stimmung in einer Praxis, ne? Wenn ein Patient mit einer Sorge in eine Praxis kommt und das Umfeld ist dementsprechend schlecht und die Sorge wird vergrößert, indem man lange warten muss, indem die Helferin unfreundlich ist, indem ich nicht auf ihn eingehe, indem ich vielleicht nicht den letzten Rest Empathie, den ich noch habe, auf ihn eingehe, umso mehr Sorgen macht er sich. Und genau andersrum, sehr schönes Beispiel von dir gerade ist es, wenn du auf ihn eingehst und wenn du persönlich einwirkst. Du hast noch kein Medikament verschrieben, du hast noch keine Diagnose gestellt. Der erste Moment ist der wichtigste, um den Patienten schon in die Lösung zu bringen. Ja. Weil er weiß, oh, der Arzt hat zu mir, oh, der Arzt hat mich sogar angefasst. Ja, genau. Ach, guck mal, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben schon 48 Minuten. Die Zeit geht so schnell vorbei mit dir. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist so ein interessantes Thema. Und wer sich weiter mit dir beschäftigen möchte, wie gesagt, wir sprechen gleich, wir sagen nochmal alle Hinweise zu dir in die Shownotes. Und vielleicht kannst du auch gleich nochmal sagen, machen wir jetzt sofort, wo kann man dich demnächst sehen? Wo bist du? Momentan, ich habe normalerweise eigene Events, aber momentan, wo die Leute mich sehen können, ich sage, die sollen auf meine Webseite gehen, auf meine Newsletter eintragen lassen. Ja, okay. Erstens, sie bekommen jeden Mittwochmorgen was Kostenloses, etwas kurz und knackiges, frisches, ein Text für Leib und Seele. Mhm. Und dann meine Events, unter anderem, wo ich so unterwegs bin, dann sind auch immer dann mitgeteilt. Okay, das ist super. Das machen wir auf jeden Fall unten rein und dann machen wir eine direkte Verlinkung zu deiner Seite. Dann können sich alle Interessenten dann auf jeden Fall das anschauen. Ich würde gerne zum Schluss mit dir noch eine kleine Q&A-Session machen, also kurze Frage, kurze Antwort, damit wir, das machen wir mit jedem Gast. Die Zukunft der Medizin aus deiner Sicht, wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Die Zukunft der Medizin entwickelt sich, was wir gerade gesprochen haben, im Sinne von integrativer Medizin. Das heißt, ein ganz holischen Ansatz, nicht nur den Körper behandeln, wir sind kein Maschinenmenschen, wir sind auch also den Körper-Geist-Behandlung. Das heißt, auch die Ursache geistig zu gucken, woran es liegt und auch mit dem Körper konventionelle Medizin und Energiemedizin nennt sich das. Mhm. Energie, wie die Energiemedizin und die Schulmedizin zusammenarbeiten können, die ich auch schon sehe, das ist die Zukunft und das ist echt der Game Changer. Okay. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, würdest du gerne was anderes machen oder was ändern in deinem Leben? Nein, bewusst nicht, weil ich sage immer, wir Menschen, die Dinge passieren in unserem Leben so, wie sie passiert haben, für einen sehr wichtigen Grund. Die Dinge sind da, um uns wachsen zu lassen, um uns, damit wir was erfahren und damit wir einfach besser sein können. Deswegen, wie mein Leben bis jetzt gelaufen ist, es gab viele Kapitel, die ich dachte, es hätte anders laufen können, aber im Nachhinein, ich weiß, warum es gelaufen so ist. Deswegen, ich nehme den Moment so, wie es ist und mache was draus. Ja, tolle Antwort. Finde ich immer sehr schön, wenn genau die Antwort kommt. Ich würde es genauso nochmal machen, weil das heißt, dass man mit dem, was man hat, gerade zufrieden ist und die Entwicklung, in der man sich gerade befindet, der Weg ist, den man sich gewählt hat. Sehr schöne Antwort. Gibt es einen Ort auf dieser Welt, an dem du gerne arbeiten würdest oder leben würdest? Nein, Nein. Ja, ich lebe hier in Deutschland sehr gut. Das heißt, nee, für mich ist auch Ort und Leben ist auch so, wo du dich wohlfühlst. Ja. Und mittlerweile jetzt mit der Digitalisierung, du musst auch nicht ortsgebunden auch arbeiten. Ja, guck mal, wir machen jetzt einen Podcast, ich sitze hier in Hamburg, du sitzt in Dortmund. Und es gibt mittlerweile in vielen Berufen jetzt. Du kannst egal wo sitzen in der Welt, solange du ein Gerät hast in deiner Hand, da auch das eine Internetverbindung hat, du bist mit jedem, mit dem ganzen Universum verbunden. Ja. Das heißt für mich, nicht so ganz. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Auf jeden Fall. Danke, diese Frage, die du gestellt hast. Das heißt, zum Film, ich kann einmal den Film, zwei Filme empfehlen. Ich kann auch dir den Link schicken. Das ist ein sehr wundervoller Film, auch im Bereich der Medizin. Hm? Es heißt Heal. Der Film heißt Heal. Das heißt Heal auf Englisch wie heilen. Heal. Mhm. Verändere dein Bewusstsein, verändere deinen Körper, verändere dein Leben. Ein sehr guter Film. Das heißt, der Film geht darum, wir besitzen die Fähigkeit, uns zu heilen. Heal. Das andere Film ist Emotionen. Mhm. Wie entstehen Krankheiten und was sind die Voraussetzungen für die Gesundheit und Wohlbefinden? Diese zwei Filme haben mein Leben und meine Perspektive sehr stark entwickelt oder in eine andere Richtung gebracht und ich kann jedem empfehlen. Heal und Emotionen. Super. Genau.
Sehr, sehr schön. Und auch zum Buch, was jetzt Buch ich empfehlen kann, ich sage mit Mut und Stolz mein eigenes Buch, weil das Buch enthält so viele tolle Weisheiten. Und ich lese mein eigenes Buch so oft, weil es mich selber inspiriert. Und ich kann auch jedem empfehlen. Mein eigenes Buch macht was draus. Ja. Und auch das Buch auch ist auch vor kurzem, vor 2 Tagen, endlich jetzt als Hörbuch raus. Da könnt ihr das Kanal über Audible holen. Also dieses Buch hier, das von dir, gibt es als Hörbuch, ja? Jawohl, seit 2 Tagen. Ja, toll. Machen wir auf jeden Fall in die Verlinkung rein. Klar, ist wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz geschafft, bis heute durchzulesen. Aber ich habe noch, glaube ich, knapp 40 Seiten. Das ist super, ja, wirklich sehr, sehr schön. Und zum Schluss die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig, weil ich freue mich immer, interessante Interviewgäste empfohlen zu bekommen. Wem würdest du uns für diesen Business Talk Podcast empfehlen? Sehr gut. Ich empfehle ein toller, junger, engagierter Unternehmer. Ich war auch bei ihm beim Podcast in Berlin letzte Woche. Er heißt Fabian Flösch von der Firma Brain Effect. Okay. Er macht auch so Ergänzungsprodukte zu Mental Health, Mental Fitness. Okay. Performance. Auch sehr gut. Ich kann, dass du dir, ist auch so jemand, der auch den Mut hatte, nach seinem Studium sein Unternehmen zu gründen. Ja. Du kannst wirklich dieses Unternehmen, dieses Unternehmertum-Geschichte auch super. Super. Fabian Flösch von der Firma Brain Effect. Ja. Toll, passt auch zur Gesundheit unter anderem. Und auch, du kannst auch meinen Kollege Tobias Beck auf seinen Podcast bringen. Ist ein sehr, sehr engagierter, inspirierender Mensch. Ja. Ist einfach toll. Ich bin auf dem selben Wellenlänge mit Tobi, und wenn du ihn auf seinen Podcast bekommen kannst, ist auch ein großer Gewinn für dein Publikum. Ja, absolut. Ich habe ihn auch schon angefragt. Ich habe auch den Christian Gärtner, habe ich glaube ich gesagt, schon hier gehabt, und der hat gesagt, er macht auch nochmal Kontakt, aber ich finde es genauso. Und ihr beiden habt ja auch einen tollen Podcast zusammen gemacht. Ich habe den jetzt die Woche nochmal gehört. Also auch da machen wir mal eine Verlinkung rein, also in den Podcast zu Tobias Beck. Da gab es auch noch einige interessante weitere Informationen genau zu dem Thema, über das wir heute jetzt leider nicht so ausführlich mehr sprechen können. Akuma, ganz, ganz lieben Dank. Tolles Interview. Wirklich, hat mir super Spaß gemacht. Du bist ein total motivierender Mensch, allein sich mit dir zu unterhalten. Mein Tag kann schon nicht besser werden heute. Lieben Dank. Alles gelaufen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit für dein Leben, und freue mich, dass wir das heute gemacht haben. Ganz lieben Dank, es war mir eine große Freude. Wir selber sitzen auf dem selben Boot im Sinne von, wir wollen was Positives in die Welt bewegen, und nur wenn wir zusammenarbeiten, nicht gegeneinander arbeiten, können wir eine wundervolle Transformation in die Welt bringen. Danke für deine Arbeit, danke für deine Zeit, und auch bitte bleib mal dran. Es gibt viele Ätze, das hast du richtig erkannt, dieses Problem. Es gibt viele Ätze, junge Ätze, die wollen sich selbst nicht machen, aber die haben Angst, und du bist auch da eine Art Brückenbauer, Augenöffner, dass du sagst, mag Junge, mag Mädchen, mag dein Ding, die Welt ist hinter dir. Genau, und da unterstützen wir auch. Vielen Dank nochmal für das schöne Schlusswort, und für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und zum Schluss nochmal bitte immer die Rückfrage bzw. die Aufforderung, bewerten Sie uns bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wirklich immer erfahren, wie wir besser werden können, und können so tolle Gäste in den Podcast bekommen wie Dr. Akuma Saningong. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was. Akuma, vielen Dank, viele Grüße nach Hamburg. Ja, danke, die Freude ist ganz meinerseits.